Hallo, willkommen zurück zum neuen Video und ein Video, vor dem ich nicht nervös bin, aber vor dem ich mich so ein bisschen gedrückt habe, weil da ein Buch besprochen wird, was ich ein bisschen schwierig finde von meiner Perspektive aus. Aber erstmal herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Dezember 2023. Letzter Monat des Jahres gewesen. Ich war unglaublich krank, habe gefühlt nichts gemacht so und habe in diesem Monat noch 9 Bücher beendet. Und da ist, glaube ich, auch nur eins mit dabei, wo ich eine sehr starke Meinung habe, aber oder wo ich überrascht bin über meine Meinung. Alle anderen waren aber, denke ich, okay. Ich würde sagen, wir fangen aber einfach an und ich zeige euch, was ich im Dezember noch gelesen habe. Das erste Buch, was ich im Dezember sofort gelesen habe und was niemanden, glaube ich, überrascht war, dass ein Buch ist, von dem ich ausgehe, dass das sehr, sehr viele Leute gelesen haben, ist Iron Flame von Rebecca Yarros. Wunderschönes Buch einfach. Ich liebe den Farbschnitt. Ich liebe auch den Umschlag und auch die Gestaltung. Und ich finde, wenn man das Buch gelesen hat, macht dann auch die Covergestaltung richtig viel Sinn. Also unter dem Schutzumschlag. Das ist der zweite Teil aus der Fourth Wing-Reihe von ihr. Auf den habe ich sehr, sehr sehnsüchtig gewartet und bin auch an dem Tag, wo das Buch geliefert wurde, sofort um 10 Uhr bei meinem Thalia aufgeschlagen, habe mir das Buch geholt und habe dann erstmal 300 Seiten weggelesen. Und schwierig, muss ich zugeben. Der erste Teil, Fourth Wing, war mein absolutes Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr. Das war für mich das Beste, was ich gelesen habe. Ich habe selten so sehr am Stück irgendwann nochmal gelesen und war so in der Geschichte involviert. Und bei dem zweiten Teil dachte ich schon, dass der wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, weil ich zweite Teile meistens echt nicht so gut finde wie die ersten. Oft sind das Filler-Teile. Es wird nochmal so ein bisschen, ja, die Welt ein bisschen mehr gezeigt. Es gibt viele Pausen, viele Längen einfach, weil das auch sehr oft einfach zum Worldbuilding zum Beispiel benutzt wird. Hier muss ich zugeben, war ich sehr genervt. Ich war sehr genervt. Ich fand das Buch nicht grundsätzlich schlecht, aber ich war sehr genervt. Das Buch hat irgendwie fast an die 1000 Seiten. Ich gucke gerade mal. Ja, so 955 Seiten hat das Buch. Und für mich hätte das Buch halt wirklich nur die Hälfte sein können. Ich mache jetzt mal eine nicht spoilerfreie Review. Wer das Buch noch nicht gelesen hat aus irgendwelchen Gründen, hört bitte weg, bis ich meine Hand wieder runtergenommen habe. Sonst, ja, wird er halt gespoilert. Ich finde Zayden und Violet in diesem Buch unfassbar schrecklich. Ich finde die unfassbar nervig. Dieser ganze Miscommunication-Trope, der sich da über 500 Seiten zieht, den finde ich so schlimm. Dieses ganze, ja, bitte erzähl mir doch deine Geheimnisse, bitte erzähl mir doch, was los ist. Wir haben uns getrennt, weil du mir nicht erzählt hast, was Sache ist. Die darin endet, dass er ihr praktisch sagt, ich erzähle dir alles, wenn du mir die richtigen Fragen stellst, finde ich so toxisch. Du erzählst sie irgendwie, sie ist die Liebe deines Lebens, diese komische, meine Frau, meine Stadt, mein Thron. Wenn sie doch deine Frau ist, wenn du sie doch zu deiner Königin machen willst, dann lass sie doch bitte nicht nach jeder kleinen Information betteln. Und dieses Ganze, dass sie nicht miteinander reden und dann diese Eifersuchtsszene und dieses Dreier-Ding, was da mit reingebracht wird. Ich fand das einfach so unnötig und so langweilig. Das hat mich so genervt. Das war für mich zum Beispiel auch der Grund, warum ich die From Blood and Ash-Reihe von Jennifer Armentrout abgebrochen hat. Da ist der zweite Teil nämlich genauso, dass die Protagonisten nur Stress haben, weil die nicht miteinander sprechen, weil die ja beide ihre Geheimnisse mitbehalten wollen, weil die irgendwie denken, so ihre Geheimnisse sind so schlimm und so und dann einfach nicht miteinander reden und das fand ich so ätzend. Obwohl mich dieser eine Teil in diesem Buch sehr, sehr gestört hat, jetzt geht's hier ohne Spoiler weiter, fand ich es trotzdem weiterhin vom Weltenaufbau cool. Ich liebe weiterhin die Drachen, da sind auch ein paar neue Charaktere mit reingekommen, die mochte ich sehr, sehr gerne. Aber für mich hätte man, wenn man halt diese Beziehungsprobleme rausgenommen hätte, die auf allen möglichen Ebenen stattgefunden haben, wirklich das Buch zur Hälfte kippen können. Und das hätte ich auch gut gefunden. Also wenn das Buch nur die Hälfte gewesen wäre, dann hätte ich es, glaube ich, wirklich richtig gut gefunden, wenn es sich mehr auf den Plot fokussiert hätte und weniger auf die Protagonisten. Und ich verstehe auch, dass manchmal Bücher einfach mehr vom Charakter angetrieben werden oder von den Protagonisten angetrieben werden als von der Story. Das muss auch manchmal sein.
Hier hat es mich aber nur unfassbar genervt. Deswegen gebe ich diesem Buch leider nur 3,8 von 5 Sternen, weil ich wirklich da teilweise saß und dachte mir so, ich will mir das nicht anhören. Ich will mir das nicht anhören. Ich will mir das nicht durchlesen. Ich habe da wirklich, wenn ich das als Hörbuch gehört habe, habe ich einfach abgeschaltet. Bei ein paar Seiten habe ich tatsächlich auch einfach übersprungen. Ich habe das dann halt so schnell drüber gelesen, ob da irgendwelche wichtigen Infos für die Geschichte mit drin sind. War es nicht meistens. Und deswegen muss ich zugeben, dass das Buch schon eine relativ große Enttäuschung für mich war. Also ich möchte auf jeden Fall die nächsten Bände lesen. 100%. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es mit der Welt weitergeht. Nur leider haben mich die Protagonisten hier einfach nicht mehr überzeugt und die jucken mich auch nicht mehr, muss ich zugeben. Also am Anfang war ich schon ein Zayden-Girlie. Also ich mochte Zayden sehr, sehr gerne im ersten Teil. Jetzt interessiert mich nicht mehr, was mit dem ist, weil ich den einfach so undurchsichtig und so toxisch fand und ich das einfach echt nicht gut fand, leider. Dann dachte ich mir, als nächstes brauche ich jetzt mal so ein bisschen was fürs Herz und ein bisschen was fürs Herz, was vielleicht auch ein bisschen wehtut. Und dann habe ich mir endlich Book Lovers von Emily Henry angehört. Das Buch ist nämlich seit kurzem auf Deutsch erschienen. Ich weiß nicht, warum ich dazu nicht gegriffen habe. Ich glaube, ich war nach Happy Place einfach immer noch so emotional traumatisiert, glücklich, dass ich einfach erstmal nichts von Emily Henry lesen konnte, obwohl die Frau ja wirklich zu meinen Lieblingsautorinnen gehört. Und Book Lovers hatte mich generell schon immer angesprochen, weil das natürlich in der Buchbranche spielt. Und ich das dann einfach auch super cool fand. Hier dreht es sich um Nora, die ist Literaturagentin. Und sie wird von ihrer Schwester gebeten, bevor ihr nächstes Kind kommt, also das Kind von der Schwester, einen Urlaub mit ihr zu machen. Und zwar hat Nora einen sehr bekannten Roman rausgegeben über eine Autorin. Ich glaube, Ein bisschen Leben oder ähnliches heißt das. Und sie fahren dann in die Stadt, wo dieses Buch halt eigentlich spielt und wollen sich dann da so die Hauptschauplätze angucken und so. Und die Schwester hofft halt so ein bisschen, dass Nora sich da, wie in diesen ganzen Romcoms, halt in einen, keine Ahnung, Bauer oder in einen Holzfäller oder in jemanden, der so ein kleines Geschäft hat oder ähnliches verliebt, der natürlich dann auch noch durchtrainiert ist und sehr gut aussieht und sowas. Und sie trifft dann da auf Charlie, was sie sehr verwundert, weil sie sich Charlie nur einmal im Leben getroffen hat, und zwar als sie über ein anderes Buch von ihrer Autorin gesprochen haben, die sie vertritt, und Charlie dieses Buch relativ, ja, zerrissen hat. Die beiden haben sich dann gestritten, haben dann noch zu Ende gegessen und seitdem haben sie sich nie wieder gesehen und dann treffen die sich halt in diesem kleinen Dörfchen. Nora versucht erst, Charlie aus dem Weg zu gehen, ist aber natürlich nicht möglich, weil die da einen Monat lang sind. Charlie und Nora kommen sich immer näher. Eigentlich sind die auch sehr ähnlich. Die viben gut, die haben den ähnlichen Humor. Für die ist auch so ein bisschen Enemies to Lovers. Also die fetzen sich gerne nur, um sich dann halt irgendwie wieder näher zu kommen. Und dann verfolgen wir halt die beiden, ob sie sich vielleicht eine Chance miteinander geben, ob das vielleicht nur so eine Sommerromanze ist oder ob es vielleicht doch die Liebe, große Liebe ist. Ich fand's sehr schön. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich mochte diese Buchbranche, Inhalte, die damit bei waren, einfach sehr, sehr gerne. Nochmal aus der Verlagssicht diesmal auch. Ich mochte Nora und Charlie ganz gerne. Ich mochte auch die Beziehung zwischen Nora und ihrer Schwester und was da alles so drauf kommt, ganz gerne. Und Nora ist halt ein übertriebener Overthinker. Also alles, was man macht, alles, was irgendwie ist, Nora denkt drüber nach. Das kann ich halt mega nachvollziehen, weil ich bin halt auch so. Mein Kopf denkt und denkt und denkt halt. Ob da was Gutes bei rauskommt, so bin ich mir bis heute unsicher. Aber ich konnte Nora deswegen sehr, sehr nachvollziehen und ich fand es wirklich, wirklich schön. Also das hat tatsächlich auch nicht wehgetan irgendwie. Es war nicht Happy Place, wo ich danach halt wirklich hier heulend in meinem Bett saß, sondern das war wirklich so ein schöner Comfort Read, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und deswegen 4 von 5 Sternen für Book Lovers. Dann habe ich als nächstes ein Hörbuch gehört, von dem ich eigentlich viel erwartet habe und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich mir das angehört habe. Ich wollte auf jeden Fall zum Weihnachten oder im Dezember noch eine Weihnachtsgeschichte hören, hatte aber nicht so wirklich Lust auf eine Weihnachtsliebesgeschichte, weil das da momentan nicht so mein Vibe war. Und dann dachte ich mir so, ja, was gibt's denn sonst noch so? Und da war bei BookBeat ständig ein Buch in den Top-Hörbüchern. Und da dachte ich mir, das kannst du dir halt einfach mal anhören. Und zwar, ich muss das ablesen, weil ich kann mir den Titel nicht merken. Das Weihnachtswunder deines Lebens von Jule Pieper. Und ich habe von dem Buch wirklich nicht viel erwartet, fand aber, es klang mal nach was anderem und ganz süß. Und zwar dreht sich um unsere Protagonistin Claudia. Claudia ist schon so 30, Mitte 30 und hat eigentlich im Leben auch schon nicht alles erreicht, aber hat auf jeden Fall schon einiges durch. Sie ist damals mit ihrem Freund nach Mallorca gezogen und wollte da dann ein Klamottengeschäft aufmachen und dann halt einfach auf dieser spanischen Halbinsel wohnen, gutes Wetter genießen und so und dann halt da einfach von dem, was der Klamottenladen abgibt, leben. Das hat eine ganze Zeit lang ganz gut
funktioniert. Dann hat Claudia aber herausgefunden, dass das Leben, was sie in Mallorca spielt, eigentlich eine große Lüge ist, dass ihr Freund ständig fremd geht, dass er sich nicht um die Finanzen gekümmert hat, wie er versprochen hat, sondern dass er alles ausgegeben hat und dass sie eigentlich pleite ist. Sie kommt dann zurück nach Deutschland. Ich glaube, das spielt in Hamburg oder ähnliches und ist, also irgendeine deutsche Stadt, und ist dann höchst verschuldet und muss dann halt wieder bei ihren Eltern einziehen. Da es kurz vor Weihnachten ist, kommt ihr Bruder auch zurück, der ist erfolgreicher Fotograf und lebt eigentlich auch in einer anderen Stadt. Und Claudia muss sich dann dort so ein bisschen den Geist in ihre Vergangenheit stellen und auch dem Gefühl, einfach gescheitert zu sein, obwohl man nie eine Person war, die scheitert. Was ich ganz süß fand an dem Buch, ist, dass es da halt noch so einen magischen Adventskalender mitgibt, der von dieser Familie halt auch von Generation an die nächste Frau weitergegeben werden. Und in diesem Adventskalender gibt es halt Aufgaben, die halt so ein bisschen in Richtung Manifestieren und Achtsamkeit und so Mental Health und sowas gehen. Und du kannst halt immer nur das nächste Türchen öffnen auf die magische Weise, weil der ist so ein bisschen verzaubert, wenn du das halt, ja, die Aufgabe erfüllt hast. Und dann hast du solche Sachen mit dabei, wie einen Adventskranz machen, Kuchen backen, aber auch ein Geschenk für deine Liebsten suchen, was nichts kostet und so. Also es war viel mit Glauben ans Universum und mit Manifestieren und Achtsamkeit und Spiritualität und sowas, was ja eigentlich nicht so mein Vibe ist. Also so manifestieren und so ans Universum glauben und so, ja, aber wirklich so spirituell ist eigentlich nicht so meins. Habe ich nicht so viel mit zu tun. Fand ich aber in dem Buch eigentlich alles ganz süß gemacht. Also es war alles sehr flüssig. Ich hatte nicht das Gefühl, dass einem da irgendwie was aufgedrängt werden soll. War aber auf jeden Fall ein Buch, was, glaube ich, schon darauf konzipiert war, gerade Leute, die in der Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen gestresst sind oder so, oder denen es dann mental nicht so gut geht, so ein bisschen abzuholen und auch runterzubringen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Für mich hat das in dem Moment ganz gut gepasst. Ich habe dem Buch 3 von 5 Sternen gegeben, weil es nicht das ist, was ich normalerweise lese, und auch weil das jetzt nichts ist, was mich im Nachhinein noch länger beschäftigen wird oder so. Das ist auch kein Buch, wo ich dann nochmal irgendwie nachdenke, also drüber nachdenke und mir denke so, boah, das fandst du richtig gut oder das fandst du richtig schlecht. Ich bin dem Buch gegenüber einfach neutral, so zu nebenbei hören fand ich es ganz süß. Und ich fand es auch ganz schön, dass das einfach mal eine Geschichte war, die in Deutschland gespielt hat, weil man das mit den Weihnachtsmärkten und die Weihnachtstradition einfach auch ganz gut nachvollziehen konnte. Aber das fand ich so zur Weihnachtszeit ganz süß und war okay, nichts Besonderes, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, und ja, muss man auch mal machen. Dann habe ich danach den zweiten Teil einer Reihe beendet, der für mich auch wieder ein Reread war, weil da jetzt der dritte Teil Ende Januar zum Glück rauskommt und ich da sehr hyped für drauf war und ich aber das Gefühl hatte, dass ich aus den ersten beiden Bänden gar nicht mehr so viel weiß, und zwar der zweite Teil von Crescent City, Wenn ein Stern erstrahlt. Wie gesagt, einfach immer noch wunderschön, diese Bücher. Ich liebe die. Hier geht es dann weiter mit Bryce und Hunt. Sie haben die Schrecken aus dem ersten Buch überstanden und wollen eigentlich nur ein, ja, jetzt eher ruhiges Leben führen, weg von den Asteri, so ein bisschen aus dem Fokus raus, damit halt ihnen auch nichts passiert und auch ihren Lieben nicht. Natürlich wird Bryce aber von den Mächten der Welt verfolgt und findet nicht zur Ruhe. Das Buch, muss ich zugeben, finde ich schon, was Fantasy-mäßig angeht, auf der schwereren Seite. Also gerade so die Einführung, die ersten paar Seiten, wo dann einfach mit einem neuen Charakter anfängt, den man noch nie gehört hat, da bin ich ehrlich gesagt, da habe ich immer ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und auch dadurch, dass einfach viel mehr Personen hier jetzt mit reingebracht werden. Also Bryce ist ganz klar die Protagonistin, aber wir haben dann einfach viel mehr Charaktere, die auch aus verschiedenen Sichten erzählen. Finde ich es hier schon schwerer zuzuhören, als wenn man jetzt zum Beispiel Throne of Glass hört, liest oder halt auch natürlich Reich der Sieben Höfe. Also Reich der Sieben Höfe ist meiner Meinung nach auch ihr einfachster Titel oder ihre einfachste Reihe. Aber hier habe ich mich schon ein bisschen durchgekämpft. Also ich liebe das Buch, ich liebe Crescent City. Auch hier wieder 5 von 5 Sternen, ganz, ganz klar. Aber ich merke halt einfach, dass es nochmal ein anderes Kaliber ist, als wenn ich jetzt hier so meine Fantasy-Romantasy-Schund-Dinger lese. Das liebe ich aber auch und ich finde, Crescent City ist es auch absolut wert. Und natürlich so einfach nur darauf hinzuarbeiten, was auf den letzten paar Seiten passiert. Ich finde, dafür lohnt es sich komplett. Und ich habe den dritten Teil auch schon vorbestellt. Er kommt am 30.01. hoffentlich. Wenn mein Thalia den dann nicht hat, dann ist Krise. Aber ich freue mich da so sehr drauf und bin sehr, sehr gespannt. Und ja, für mich ein Reread, aber wie gesagt, eines meiner Highlight, Crescent City sowieso in meinen Top 3 Büchern. Deswegen kann man damit echt nichts falsch machen. Dann habe ich mir danach ein Hörbuch von einer Autorin angehört, wo ich jetzt nach und nach immer mal wieder die Hörbücher höre. Und ich glaube eigentlich auch, dass der Großteil ihr inzwischen nicht mehr auf BookBeat vorhanden ist. Und zwar No Escape von Lucy Clark. Ich hatte davor ja schon
das andere Buch von ihr gelesen. Also, da gehört nicht One of the Girls, sondern das mit dieser Insel. The Castaways, genau. Und das fand ich ja an sich ganz gut, aber halt die Thematiken oder wie gewisse Personengruppen darin vorgestellt werden, nicht so gut. Da ich aber den Schreibstil von ihr ganz gerne mochte und ich momentan ja so ein bisschen versuche, mich in das Krimi-Genre reinzuarbeiten, damit ich da einfach auch eine größere Auswahl an Büchern habe, dachte ich mir, kann man sich das nochmal anhören. In diesem Buch dreht es sich um Kitty und Lana, die sind beste Freundinnen und das halt eigentlich schon seit Ewigkeiten. Die beiden entscheiden sich dann irgendwann total spontan einfach ihr Erspartes auszugeben und eine Weltreise zu machen. Sie landen dann, glaube ich, in Bali und treffen dann da spontan bei einem Abend auf eine Gruppe von Menschen, die auf einer Yacht leben. Und die Yacht, dessen Namen ich vergessen habe, die ist aber relativ bekannt unter so Reisenden und auch gerade unter so Abenteuerreisenden. Und die Crew auf dieser Yacht, die ändert sich halt auch immer. Also man kann halt für ein paar Monate mitsegeln, hilft dann halt bei der Verpflegung und beim Segeln und beim Saubermachen und so und kann dann halt jederzeit aber wieder von dem Schiff runtergehen. Kitty und Lana verstehen sich eigentlich total gut an dem ersten Abend mit der Crew und dann werden sie auch eingeladen, dann auf der Yacht mitzusegeln. Und dann sehen wir es wieder aus zwei Zeiten. Einmal Lana, die zum Polizeipräsidium gerufen wird, da die Yacht, auf der sie Zeit verbracht hat, untergegangen ist und sie helfen soll, Opfer zum Beispiel zu identifizieren. Und aus der Sicht von Lana, als sie und Kitty frisch auf dieses Boot kommen. Wir verfolgen also die ganze Zeit einmal, wie es dazu gekommen ist, dass Lana nicht mehr auf dem Boot ist, Kitty aber schon. Und auch wie Lana so ein bisschen versucht aufzuarbeiten, was denn damals passiert ist. Ich fand es tatsächlich okay. Also mir hat es auf jeden Fall besser gefallen als die Castaways. Ich mochte auch dieses ganze Feeling von Freundesgruppe, die dann irgendwie auch ja, zu so einsamen Inseln fährt und da irgendwie Fische brät und so. Das fand ich alles richtig cool. Lana fand ich als Protagonistin auch nachvollziehbar und auch okay. Sie ist aber auf jeden Fall kein Erzähler, auf den man sich verlassen kann. Also es ist ganz klar aus ihrer Sicht geschrieben. Und manchmal denke ich auch, dass da ein paar Sachen vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt wurden. Trotzdem hat mir das Buch ganz gut gefallen, so zum Nebenbeihören. Gelesen hätte ich es jetzt nicht, gekauft hätte ich es jetzt auch nicht. Aber da ich Lucy Clark eigentlich generell ganz gut finde und ich auch weiß, dass wenn ich mir ein Buch von der Autorin anhöre, ich für ein paar Stunden auf jeden Fall unterhalten bin, würde ich sie schon zu den Autoren zählen, wo ich sagen würde, okay, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mir grundsätzlich erstmal alles von ihr anhören würde. Kaufen nicht, aber anhören. Ich finde, wenn man sowas ganz gerne mag, also gerade so Geschichten, wo aus zwei Zeitspannen erzählt wird und man halt dann praktisch wartet, bis es zu dem Ereignis kommt, wo wir gerade sind und wie es dazu gekommen ist, dann kann ich die Bücher auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es macht sie sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Und ich habe das Buch, glaube ich, auch innerhalb von 2 Tagen zu Ende gehört. Also es waren noch nur 8 Stunden oder so. Finde ich aber auch für ein Hörbuch, so für 2 Tage hören, auf jeden Fall auch schon mal eine Überzeugung, dass ich das Buch auf jeden Fall gut genug fand, um dran zu bleiben. Und es ist auf jeden Fall auch nicht schwer zuzuhören. Also wer gerne was hören möchte, was spannend ist, was einen packt, aber wo man vielleicht halt beim Kochen auch mal kurz ein bisschen abschweifen kann und man dann nicht 5 Stunden zurückspulen muss, gefühlt, dann kann ich die Bücher von Lucy Clark dafür auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich danach ein Buch gelesen, was schon sehr, sehr, sehr lange auf meinem, was heißt sehr, sehr lange, wahrscheinlich ein Jahr. Lass mich mal gucken, wann das Buch rausgekommen ist. Es ist rausgekommen 2023, also seit wahrscheinlich so lange auf meinem Sub. Aber es war halt ein Buch, an dem ich immer mal wieder so dran herumgeschlichen bin und gedacht habe, das willst du eigentlich lesen. Und dann wollte ich es eigentlich so im Halloween lesen, bin ich dazu gekommen. Und egal, ich habe jetzt endlich mal zugegriffen und zwar Next von Emma Bergqvist, Die letzte Nacht. Erstens mag ich hier den Farbschnitt ganz gerne. Ich mag auch das Cover ganz gerne und ich mag es das auch, dass in dem Buch die Seiten halt so schwarz mit einem Rand sind. Hier dreht es sich um Lexi und Lexi hat übernatürliche Fähigkeiten. Sie ist aber nicht die Einzige. Also es gibt die Menschenwelt und es gibt in dieser Menschenwelt halt Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Lexi gehört dazu und sie lebt dann praktisch in so einer Subkultur mit nur anderen Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und deswegen arbeitet sie da auch. Sie lebt halt in so einer kleinen, ranzigen Wohnung, hat gefühlt nie genug Geld für Essen oder schöne Klamotten oder sonst was, ist damit aber zufrieden, weil Lexi, sobald sie jemanden berührt, sieht, wie jemand stirbt. Und zwar wann und wie. Und sie kommt damit halt überhaupt nicht gut klar, weil sie dagegen nichts machen kann. Sie kann diese Tode nicht verhindern. Wenn sie das macht, bezahlt sie damit, dass jemand, der sie liebt, stirbt, weil der Tod sich halt die Seelen holt, die er braucht. Und seitdem hat sie sich eigentlich ja dazu entschieden, dass sie halt nur noch in großen Hoodies rumläuft, versucht, niemanden anzufassen. Und da, wo sie momentan arbeitet, kann sie das ganz gut machen. Das ist nämlich ein Club, der Next, glaube ich, heißt der auch. Und sie arbeitet dann da halt auch als so eine Art
Geisterführerin oder Seherin, die halt dann auch mit Geistern spricht und auch mit Geistern die Probleme bereiten und die halt auch in die Unterwelt schicken kann und so. Und sie trifft dann dort auf ein Mädchen, und zwar Jane. Die treffen sich vor dem Club. Lexi rennt aus Versehen in Jane rein und berührt sie und sieht dann, dass Jane in dieser Nacht brutal ermordet wird. Sie macht aber nichts dagegen, sie ist natürlich total aufgewühlt, weil sowas zu sehen ist immer schlimm, bis Jane dann am nächsten Tag als Geist auftaucht und sie dann versucht, mit ihr zusammen eine Mordserie zu lösen. Ich fand das Buch sehr spannend, muss ich zugeben, und auch gar nicht so, wie ich es erwartet habe. Also Jane als Protagonist, Lexi als Protagonistin ist auf jeden Fall jemand, der sehr viel mit Mental Health zu kämpfen hat. Es geht so ein bisschen um Selbstzweifel. Ich würde sagen, es ist auch Selbstverletzung so ein bisschen mit dabei und natürlich auch nicht Selbstmordgedanken unbedingt, aber sie ist halt absolut nicht zufrieden mit dem Leben, was sie führen muss. Das kann ich auch absolut verstehen. Jane als Protagonistin ist, also als andere Protagonistin ist eigentlich genau das Gegenteil. Auch als Geist ist sie relativ noch so ein kleiner Sonnenschein und sie versucht natürlich herauszufinden, was passiert ist und kann sich an nichts erinnern. Also wir haben hier auf jeden Fall so ein bisschen Grumpy Sunshine und man merkt halt auch so ein bisschen, dass sich zwischen Lexi und Jane vielleicht was anbandelt, auch wenn Lexi es nicht eingestehen möchte, weil Jane offensichtlich ein Geist ist und es hat ja eigentlich keine Zukunft. Ich habe auf jeden Fall den Krimi-Teil hier drin auch wieder sehr genossen. Ich muss halt zugeben, dass ich langsam wahrscheinlich auch so eine kleine Krimi-Maus werde, die halt sowas dann doch ganz gerne liest oder hört, wenn es nicht zu grausam ist. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so ein Fitzek oder sowas hören, aber wenn das mit sowas mit eingebaut ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Es ist schon ein Jugendbuch, aber ich finde, man kann das auch in meinem Alter noch ganz gut lesen, weil die beiden halt nicht, die sind schon Teenies, aber die sind halt jetzt nicht so diese nervigen, meine Freunde mögen mich nicht Teenies, sondern es haben halt einfach andere Probleme in diesem Buch. Ich habe dem Buch, glaube ich, 4 Sterne bei Goodreads gegeben und wäre aber bei so 3,8, weil es doch ein bisschen anders abgelaufen ist, es doch Längen hatte, von denen ich meinte so, okay, finde ich jetzt irgendwie unspannend doch. Aber trotzdem hat mich das Buch abgeholt und es ist auch eines der wenigen Bücher, die ich im Dezember tatsächlich gelesen habe, anstatt sie nur zu hören. Und wäre mal so ein bisschen, ja, LGBTQ auf jeden Fall auch, aber so ein bisschen übernatürlich mit einem kleinen Krimi mit drin haben möchte und gleichzeitig ja nicht so davor Angst habe, wenn so beschrieben wird, wie jemandem vielleicht die Kehle aufgeschlitzt wird oder so, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich fand es wirklich gut, obwohl ich eigentlich gar nicht so viele Erwartungen an das Buch hatte. Dann habe ich mir noch ein Hörbuch angehört, was ein bisschen mehr Cozy Crime war, weil mir meine Freundin Michelle, die ist immer unten verlinkt, das schon super lange empfohlen hat. Und zwar Der Donnerstagsmordclub von Richard Osman. Das Buch wurde mir schon so oft empfohlen, weil es halt eigentlich richtig viel hat, was ich halt mag. Also einmal hat so eine Gruppe von alten Leuten und ich mag alte Leute in Büchern immer total gerne, weil die sind immer ein bisschen schrullig, so ich finde das immer super süß. Und das hat es einmal und es hat dann halt auch Cozy Crimes. Also nicht, dass man irgendwie Angst haben muss, dass man um sein Leben fürchten muss oder so, während man diese Bücher liest. Ich habe dann den ersten Teil gehört und fand es tatsächlich, ich fand es toll. Wir haben eine Gruppe von, ja, Senioren, die in einer, nicht in einem Seniorenheim leben, würde ich noch nicht sagen, das ist eher so eine Anlage für Senioren, wo jeder seine eigene Wohnung hat und da ist halt aber trotzdem Programm für die. Also die können da halt trotzdem runterkommen und da zusammen essen und es gibt irgendwie, keine Ahnung, so Vorträge mit so Cyber Security und sowas und die sind aber alle noch relativ fit und sind auch ein bisschen gelangweilt. Deswegen gucken die sich eigentlich alte Mordfälle an und versuchen die dann halt im Nachhinein zu lösen. Da ist zum Beispiel eine Krankenschwester mit dabei, eine Frau, die gerne Polizistin geworden wäre, aber dann halt nicht Polizistin sein konnte, weil sie halt eine Frau war und so. Und hat noch so ein paar grumpy alte Männer, also alles sehr, sehr süß. Und dann wird der Mordfall, den sie sich angucken, aber in die Realität zurückgeholt, als das Grundstück von ihnen oder der Friedhof, der an ihr Grundstück anliegt, verkauft werden soll. Und dann wird halt aus dem Mordfall ein aktueller. Die ermitteln dann halt zusammen, die holen sich auch total skurril und süß Unterstützung von der Polizei und arbeiten dann mit denen zusammen. Ich muss zugeben, mir hat es manchmal ein bisschen schwer gefallen, aber ich habe es halt auch als Hörbuch gehört, immer nachzuverfolgen, aus welcher Perspektive ich jetzt gerade höre. Und es hat mir auch am Anfang ein bisschen schwer gefallen, die Namen auseinanderzuhalten und zu wissen, wer ist jetzt wer. Das hat sich aber relativ schnell gelegt und dann fand ich es auch total spannend. Wir haben auch irgendwie so Fall in Fall in Fall. Es ist nicht nur ein Fall, den die lösen, sondern mehrere, die aber irgendwie zueinander gehören und auch irgendwie aufeinander aufbauen. Und ich werde mir auf jeden Fall auch die nächsten Teile anhören. Deswegen 4 von 5 Sternen für den Donnerstags-Mordsclub. Ich fand es wirklich cozy, ich fand es süß, ich liebe die alten Leute und da freue ich mich auch, dass ich da jetzt eine Reihe habe, wo ich auf jeden Fall noch mal ein paar Teile zu hören habe. Dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich mich auch mega gefreut habe und was auch wirklich für mich einfach nur Vibes war, weil ich auch schon wusste, was da so ein bisschen auf mich zukommt. Und es war auch in meinem Herbst-TBR. Also es war eins von den Büchern, die ich auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres noch lesen wollte. Und zwar Lonely Castle in the Mirror
von Mizuki Tsujimura. Das Buch habe ich gekauft, als es rausgekommen ist. Michelle und ich haben wirklich hingefiebert, dass das endlich auf Deutsch rauskommt. Und dann kam es endlich und es hat mich wirklich, wirklich nicht enttäuscht. Es dreht sich um Kokoro und Kokoro möchte nicht zur Schule gehen, weil sie Bauchschmerzen kriegt, wenn sie an die Schule denkt. In Asien, also gerade so Ländern wie Korea und auch Japan, ist Mobbing an Schulen ja ein riesengroßes Thema. Also wer viel asiatische Literatur liest, wird darüber auch immer wieder stolpern. Ich bin da jetzt auch schon lange drüber gestolpert und ich dachte mir halt auch schon, dass es in dem Buch um die Thematik gehen wird. Wer also vom Thema Mobbing getriggert wird, was ich auch gut verstehen kann, das ist etwas, was niemand erleben sollte, ist dieses Buch, vielleicht wenn man ein unverarbeitetes Trauma hat, nichts für einen. Auch die Fantasy-Elemente machen es nicht besser. Also da soll man sich auf jeden Fall bewusst sein. Triggerwarnung, hier geht es halt um Mobbing. Kokoro verbringt eigentlich dann den Großteil des Tages zu Hause. Sie ist, glaube ich, seit 6, 7 Monaten, seit Anfang der Schule, seit sie an eine Oberschule gewechselt ist. Also ihre Grundschule war okay, sie ist dann an die Oberschule. Da war ein Mädchen, die herausgefunden hat, dass ihr Freund damals in Kokoro verliebt war. Und deswegen mobbt sie Kokoro jetzt, weil sie nicht damit klarkommt, weil sie eifersüchtig ist. Das geht so weit, dass die Mädchen auch bei ihr zu Hause auftauchen und Kokoro sich verstecken muss. Sie traut sich nicht mehr rauszugehen. Sie verbringt eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause und guckt dann koreanisches Trash-TV. Und ja, versucht sich halt zu verstecken. Eines Tages fängt dann an, ihr Spiegel zu leuchten. Und wie jeder normale Mensch versucht man dann natürlich in diesen Spiegel reinzugehen. Sie landet dann in einem Schloss und wird von einem Mädchen in Wolfsmaske begrüßt. Das ist die Wolfskönigin, die Kokoro nach mehreren Diskussionen beibringt, dass dieses Schloss halt für 6 Monate jetzt für sie und die anderen Kinder, die dorthin gebracht wurden, geöffnet ist und sie einen Wunschschlüssel finden können. Und damit diesem Wunschschlüssel sich ein Wunsch, egal was, halt erfüllen lassen können. Es gibt noch so ein paar Regeln, wie dass das Schloss halt nur von 9 bis 5, bis 17 Uhr geöffnet ist. Ich glaube, es spielt in Korea. Spielt das in Korea? Spielt das in Japan? Spielt in Japan. Gerade rausgefunden. Also ich dachte irgendwie, ich spiele in Korea, aber ich spiele in Japan. Dieses Schloss ist halt nur in der japanischen Zeit geöffnet zu diesem Zeitpunkt. Wenn die nach 17 Uhr noch in diesem Schloss sind, werden sie gefressen von den Wölfen, die der Wolfskönigin unterstehen. Dann gibt es noch so ein paar Regeln, wie dass es keine Hinweise gibt. Die können in das Schloss alles mit reinbringen, was sie möchten. Sie haben da ihr eigenes Zimmer, was auf ihre Wünsche und auf ihre, ja, Hobbys zurechtgeschnitten ist. Und Kokoro ist am Anfang sehr, sehr zurückhaltend, merkt dann aber, dass die Jugendlichen, die da hinkommen, ja auch nicht zur Schule gehen und darüber verbinden die sich halt so ein bisschen und werden dann Freunde. Und obwohl es schon eine Fantasy-Geschichte ist, weil sie ja immer wieder in dieses Schloss reingehen und da auch Elemente mit dabei sind, wie das sie rausfinden, wie existiert dieses Schloss, wie funktioniert das, gibt es Parallelwelten, wo kommen wir alle her, ist es doch sehr heftig auf der Seite von Traumaverarbeitung. Also sie wieder in sich ankommen, Menschen neu vertrauen, Mobbing verarbeiten, mit seinen Eltern drüber reden, sich Hilfe suchen und auch sich eingestehen, dass man ohne Hilfe nicht zurechtkommt. Das spielt halt in diesem Buch alles eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Deswegen ist es weniger Studio Ghibli-Vibes, als ich gedacht habe. Weil Studio Ghibli ist für mich halt, auch wenn da auch Traumaverarbeitung ist, doch eher so eine warme Umarmung. Und das hier war doch schon teilweise hart zu schlucken, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Also ich fand ich würde es tatsächlich auch als wahrscheinlich magischer Realismus eher in die Richtung vielleicht beschreiben, anstatt wirklich Fantasy. Aber ich fand es sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut geschrieben. Kokoro wächst einem sehr ans Herz. Man kann ihre Anxiety und ihre Angst sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich fand es wirklich, wirklich gut und würde mich auch freuen, wenn die Autorin noch mehr Bücher rausbringt, weil ich mir auf jeden Fall mir vorstellen kann, die dann auch noch zu lesen. Deswegen 4 von 5 Sternen für Lonely Castle in the Mirror. Und dann kommen wir zum letzten Buch, was ich im Jahr 2023 gelesen habe, weil ich mich da schon, ja, sehr lange auch drauf gefreut habe, nachdem ich den ersten Band gelesen habe. Das ist nämlich der zweite auf Deutsch rausgekommen. Und zwar Die Traitor Queen. Das ist der zweite Teil von Bridge Kingdom. Auf Deutsch heißt der. Und ich hatte den ersten schon gehört und den zweiten habe ich dann jetzt auch gehört und gelesen. Eine Mischung aus beidem, weil eine Freundin von mir alle drei Teile mir schon mal zum Geburtstag geschenkt hat. Und der erste landet auf einem richtigen Cliffhanger. Deswegen habe ich mich da sehr drauf gefreut. Hier dreht es sich um unsere Protagonistin Lara und die ist im ersten Buch dazu ausgebildet worden, in das Bridge Kingdom zu kommen und dort den König zu verführen und ihn zu heiraten und dann die Informationen an ihren Vater weiterzugeben, damit die dieses Bridge Kingdom halt einnehmen können, weil wer das Bridge Kingdom halt regiert oder
unter Kontrolle hat, hat halt Zugriff auf eine Brücke, die halt dann praktisch die Länder so verbindet. Und damit hat man dann halt praktisch die Macht über die Handelswege, weil dieses Königreich halt genau in der Mitte liegt und jeder muss halt durch diese Mitte, um zu seinen Handelspartnern zu kommen. Irgendwie sowas. Und im ersten Teil kommt Lara halt da an und versucht ja dann halt sich mit dem König anzubandeln. Und dann geht es im zweiten Buch halt weiter, nachdem das Ganze so ein bisschen aufgekommen ist und er halt rausgefunden hat, was sie ist. Und sie versucht dann halt erstens damit klarzukommen und zweitens dann ihn auch zu retten, weil er in einer sehr prekären Lage ist. Ich mag Lara und Aaron sehr, sehr gerne. Also die sind wirklich Enemies to Lovers. Also am Anfang ist Aaron, glaube ich, gar nicht so abgeneigt von Lara die ganze Zeit über. Und Lara hasst Aaron aber auf jeden Fall, weil sie, seit sie klein ist, halt ja gehört hat, dass er halt schuld ist. Also da war er noch ein Baby, aber er ist momentan halt dann der König. Die sind halt auch in einem ähnlichen Alter. Sie ist ein bisschen jünger als er. Aber sie ist halt damit aufgewachsen, dass er und sein Vater halt schuld sind, dass ihre Untertanen halt in Armut leben und verhungern, und dann kommen die sich halt immer näher. Und im zweiten Teil hat er ja gerade erst rausgefunden, dass sie ihn verraten hat, und dann mag er sie halt auch nicht, aber sie ist halt schon eine heiße Maus, ne, würde ich sagen, so wie er sie immer beschreibt. Das spielt auch aus beiden Sichten. Und dann ja müssen wir halt gucken, ob die beiden sich wieder annähern oder nicht und auch, ob sie ihn und auch sein Königreich retten können. Ich fand's klasse. Also es ist für mich nicht auf derselben Ebene wie Throne of Glass jetzt zum Beispiel, aber das ist wirklich eine Fantasy-Geschichte, die mich sehr abgeholt und sehr angesprochen hat, weil ich auch einfach den Weltenaufbau super fand. Ich fand die Charaktere super, ich fand die nachvollziehbar. Die waren nicht komisch geschrieben, die waren nicht nervig. Das war nicht so ein "Ich hasse dich" und 2 Sekunden später ein "Ich liebe dich", wie das manchmal in diesen Büchern so ist, wo man sich denkt so, die war vor 2 Sekunden noch dein Todfeind, warum ist das jetzt wieder so? Und hier war es tatsächlich auch, dass auch wenn die beiden sich attraktiv fanden und vielleicht Lust aufeinander hatten, sie ihre Gefühle an die erste Stelle gesetzt haben und dann halt nach ihren Gefühlen teilweise auch gehandelt haben. Und das fand ich einfach mal ganz erfrischend, und dass tatsächlich auch danach gehandelt wurde, was das Beste fürs Königreich ist und nicht unbedingt immer für die beiden. Also das ist eine Reihe, die kann ich bis jetzt, habe ich ja nur die ersten beiden gehört, kann ich super empfehlen. Gerade wer viel Fantasy und auch Fantasy, was schon Romance mit drin hat, aber wo die Romance nicht an erster Stelle steht. Also es ist so ein bisschen mehr in die Richtung von The Cruel Prince, wo es auch Politik und Intrigen und ja, Kriege und Kämpfe und Ausbildung und Spione und sowas gibt. Da kann ich das wirklich empfehlen, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mischung zwischen einem Romance-Fantasy-Buch und aber einem Buch, wo halt trotzdem genug Fantasy-Elemente mit dabei sind, dass es halt auch wirklich spannend ist und nicht halt nur so ein "Lieben Sie sich oder lieben Sie sich nicht" Buch. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Deswegen 4 von 5 Sternen. Alrighty. Das war mein Lesemonat Dezember 2023. Ich fand mein Lesejahr, habe ich ja in meinem Lese-Stats-Video schon erzählt, eigentlich relativ erfolgreich. Ich fand auch den letzten Monat echt gut. Also im letzten Monat war außer Iron Flame, mit dem ich so ein bisschen auf Kriegsfuß bin, was das angeht, war da nichts mit dabei, was ich wirklich schlecht fand. Also da waren ein paar, wo ich dachte mir so, ist mir jetzt eigentlich egal, fand ich okay, aber da ist nichts mit dabei, wo ich jetzt wirklich dachte, so, boah, finde ich richtig scheiße, fand ich richtig schlecht geschrieben, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dafür, dass ich halt 9 Bücher in dem Monat beendet habe, finde ich das schon mal eine ganz gute Quote. Highlight war natürlich Crescent City. Bridge Kingdom, den zweiten Teil, würde ich auch als kleines Highlight bezeichnen. Und auch den Donnerstags-Mords Club. Und Book Lovers. Aber ich habe tatsächlich echt viele Bücher in dem Monat echt gut gefunden. Ihr könnt ja mal unten kommentieren, was ihr noch im Dezember gelesen habt, ob ihr irgendwas von den Büchern auch gelesen habt und ob eure Meinung vielleicht anders ist als meine. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!